Und herzlich willkommen zu Summoners War Chronicles und heute mit einem weiteren Beschwörungsvideo mit mir und Summoners War Chronicles. So, ich habe 66 LD-Scrolls, wie ihr seht. Dann habe ich hier 3, dann nochmal 3 und somit bekomme ich hier einen Safe-LD. Ich hoffe natürlich, dass vorher ein paar kommen. Und wir hauen mal rein. Wie immer bis zum Strahl und dann geht's. Ja, ich will nicht durchdrücken, keine Ahnung. Ich habe mal auf einem anderen Account das probiert, ob durchdrücken mir mehr Glück bringt oder weniger. Ich habe keine Ahnung. Also ich sehe da keinen Unterschied. Aber so weiß ich wenigstens, okay, muss ich mich jetzt freuen? Darf ich jetzt nervös sein? Weil das hat man ja sonst nicht, wenn man den Strahl nicht sieht. Und ja. Ja, mal gucken. Ich habe eigentlich zum Rerollen genug Kristall. Ich hätte sogar noch einen Würfel über. Ich hoffe natürlich nicht, dass ein Dupe kommt. Ich hoffe, Jean kommt. Die Kamikaze-Diebin. Yay! Ah, die ist ja gerade in diesem Beschwörungsding da drin. Und keine Ahnung. Also mein Plan ist es, sie heute zu ziehen und dann da nochmal ein Free LD5 zu bekommen. Ob der Plan aufgeht, das werden wir sehen, wenn das Licht angeht. Ja. Oh Mann. 66 Rollen. Ich habe gar nicht jetzt geguckt, wie viel ich kommen müsste. Hier wird auf jeden Fall noch mal eine 4 bis 5er Rolle. Ich sag mal, bei den 4 bis 5er Rollen hoffe ich eh nichts, weil wann habe ich da mal was bekommen? Das ist schon sehr, sehr lange her, falls ihr euch dran erinnern könnt oder halt, falls nicht. Ihr könnt alle meine Videos nachschauen. Alle meine geilen Ziehungen. Oder halt auch nicht die geilen Ziehungen, aber ja. So. Ja, keine Ahnung. Also gefühlt haben sie die LD-Rat runtergestellt, muss ich mal so sagen. Obwohl ich erst hatte, dass, also, wenn man vergleicht. Oh, ich darf nichts sagen, Alter. Die Kontrolle über Seele. Was? Oh nein, ein Beastmonk. Ach du Scheiße, okay, der ist auf jeden Fall neu. Ja, hallo Beastmonk. Alles klar. Ja, mit dir. Oh, wenn es der Dunkle gewesen wäre, okay, aber der Licht, der ist nicht. Den hatte ich in NA auch, den Licht. Als einziges LD. Und da habe ich mich auch nicht so gefreut. Ach, Manu. Aber egal. Ich wollte gerade von der Rate reden und dann kommt auch noch eins so. Und so, hier, fick dich so. Jedenfalls, gefühlt war die Rate damals von LD-Scrolls am Anfang richtig, richtig bad. Wenn man zurückdenkt, wo das Spiel hier in Europa öffentlich wurde. Quasi am 9.3.2023. Und dann hatte ich teilweise das Gefühl, dass sie wieder hochgedreht haben. Aber jetzt, seitdem die halt so viel LDs selber verschenken, ist die Rate irgendwie wieder geringer, ist so mein Gefühl. Aber ich habe eh kein Glück, von daher. Ich habe einen Beastmonk. Yay! Nein, das ist cool, der ist neu. Definitiv für Galagos geil, weil jedes Monster, was ich mehr habe, bringt mich vielleicht auch weiter. So, jetzt sammle ich den ein. Oh, ich hoffe, das war. Aber Licht war ja schon mal gut, ne? Es war schon mal ein Tank und Licht, das war ja schon mal die richtige Richtung. Da will ich jetzt. Wie viele Tanks gibt es denn noch in Licht?
Eigentlich wollte ich keine Rollen öffnen, weil ich immer gesagt habe, ey, nee, dann muss ich das bauen. Aber weil ich mich so geärgert habe über diese Jan-Scrolls da, diese schwarz-weißen Dinger da, ja, dass ich sie jetzt doch öffne, weil ich habe eigentlich gehofft, dass man die irgendwie leichter erfarmt kriegt. Also ich gehe da nicht ohne 200 Rollen rein, sage ich ja so, wie es ist. Weil ich kenne mein Glück. Dann gehe ich da mit 180 Rollen rein und krieg sie dann nicht und müsste dann 20 Rollen noch kaufen. Nee, danke. Also das würde ich dann machen sogar, aber erstmal so viele Rollen haben, ne? Das ist halt auch das. Also lieber safe mit 200 gleich reingehen und dann weiß ich wenigstens, okay, ich habe das Glück und bekomme sie. Die Frage ist halt, was bringen sie als nächstes? Welche LDs? Und da hofft man doch, habe ich dieses LD hoffentlich schon. Okay. Also ich finde auch die Viererrate ist so. Ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich Rollen geöffnet, da waren wesentlich. Alle 10 Rollen waren bestimmt ein Vierer. Das ist auch enorm runtergegangen, irgendwie. Also gefühlt, das ist nur so das, was ich denke. Aber ich sag mal, ich habe halt auch nicht den luckigsten Account. Auch meine anderen Accounts sind gerade nicht so luck. Es ist halt so die Sache. Da zieht bestimmt Person XYZ, dass sie mehr Glück hat und auch mehr Vierer zieht oder mehr Fünfer. Keine Ahnung. Da ist halt auch die Frage, wie viel Geld dahinter steckt oder ob da kein Geld dahinter steckt. Und ich sag mal so, ich habe mir noch nie eine LD-Scroll gekauft. Noch nie. Und das werde ich, glaube ich, auch so weitermachen. Wenn diese Glücksrate so ist. Das wäre das Glück höher, da könnte man drüber reden, come to us, ne? Wie wär's, wenn du mein Glück nicht hochschraubst? Ach man. Das ist halt wirklich so. Der eine hat das Glück, der andere halt nicht. Oder die öffnen zu bestimmten Uhrzeiten, wo halt mehr Glücksfaktor ist, hier weiß ich nicht. Ist ja schon mal schön, dass relativ am Anfang dieses Videos ein LD5 kam und es sogar ein neuer ist. Aber ich hätte ja gerne auch mal was anderes, so ein bisschen, ja, irgendwas anderes. Aber es ist halt auch wieder, das ist halt mein Glück. Ne? Wenn ich einen LD5 ziehe, dann sind das alles diese nutzlosen Viecher, die keiner will. Also ich habe schon ein paar tolle, so ist nicht, aber viele sind halt wirklich so. Die bräuchten echt ein bisschen Liebe. Aber der Beastmonk, der hat doch ein Artefakt. Habe ich das nicht sogar hier drauf? Wüsste ich, er weiß nicht, ob der dadurch so super ist. Ich sehe den dunklen und den Wasser sieht man öfters mal, aber die anderen alle. Ah ja, naja, naja, naja. Das zieht sich echt in die Länge. Meine Güte. Also so viel Scrolls dürfen das gar nicht mehr sein. Nochmal ein Vierer um die Ecke. Die Hapu. Und das war's auch schon. Gut. Dann gehen wir in den spannenderen Teil.
Jetzt sind es 7 Rollen. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall nochmal ein Safe LD5. Und wir starten. Ich hasse. Also die Rollen sind für mich das Allerschlimmste, weil ich da noch nie Glück hatte. Noch nie so wirklich Glück hatte. Ich mag da mal gar nicht hingucken. Mir wird richtig schlecht, ey. Oh. Komm, ein Fünfer kannst du mir geben. Yay! Okay, wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Siehst du den Schatten über dir? Nein. Meine Boomerang-Kriegerin, die ich immer haben wollte. Yes! Geil. Also da freue ich mich. Ich habe ja auch die ganzen Skins damals gekauft, falls ihr euch zurückerinnern könnt, weil ich die unbedingt haben wollte. Letztes Jahr im Sommer, das Video, das Boomerang-Öffnungsvideo. Ich wollte die unbedingt haben, ne? Ja, das ist cool. Also da freue ich mich definitiv, weil die werde ich auch definitiv bauen. Vielleicht nicht jetzt demnächst, aber die werde ich definitiv bauen und da werde ich dann wahrscheinlich meine Wasser für zurücksetzen. Obwohl, ich glaube, brauche ich nicht mal. Ich habe so viele Kopien rumzuliegen. Da ist das eigentlich egal. So, das müsste jetzt die letzte sein, aber jo, das ist. Ich freue mich wirklich. Wenn jetzt noch Deva kommt, dann ist alles perfekt, ne? Okay, Vorsicht, die Bombe explodiert gleich. Nein! Ah, oh, es ist ein neuer. Nein! Jetzt habe ich beide Bomber. Oh, das ist so, die sind so. Ich sag mal, fail. Also der dunkle Säuer, aber der Licht. Ah, das tut weh. Also ich muss noch nicht rollen, das ist gut, weil sonst werden meine Kristalle angekratzt. Aber ja, ich habe schon lange aus 4-5er nicht gekriegt. So, jetzt bin ich gespannt auf die 5er-Rolle. Was war das? Oh, recht. Oh no, jetzt kriege ich da auch. Oh nee. Ihn sieht man tatsächlich öfters, ja. Aber ich habe seinen Bruder, seinen Dunklen. Ich habe neulich noch so gedacht, da habe ich den so ein Artefakt gezogen. Scheiße, aber davon, oh, also den werde ich definitiv erstmal nicht bauen. Dafür fehlen mir einfach die Ressourcen. Da wäre so ein Tank, ein Heiler oder so, wäre cooler gewesen. So eine Jean oder die Schwester, wie sie auch immer heißt. Ah, egal. Aber ey, 4 Stück, also ist schon mal, ne? Nicht so schlecht. 4 mehr. Also, was soll ich sagen? Ich finde das total cool. Erstmal, auch wenn ich vielleicht nicht alle davon nutzen werde, aber 4 mehr ist schon mal auf meinem Konto, wo ich sage, yeah. I have it. Okay, hattet ihr auch so viel Spaß wie ich, ich mich. Dann Daumen hoch, ich freue mich. Seid dabei beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.